Hallo Leute, wir kommen nochmal zum Neuzugang Reloaded, weil das musste ich hier auch neu machen, weil eben alles gelöscht wurde. Leider ist wieder dieses Bohren im Hintergrund, das nervt tierisch Leute, aber ich versuche so laut zu reden wie möglich. Ich hoffe, ich rede jetzt nicht zu laut. Fangen wir einfach an. Diddy Kong Racing für N64 habe ich ja gekauft und im Pack zusammen mit diesem Spiel, aber ich erzähle jetzt von Diddy Kong Racing. Das habe ich mir gekauft, weil ich wollte nur die Hülle haben. Ich habe das Spiel mit Anleitung und das Spiel selbst, fast alles frei. Ich glaube, ich habe da sogar alles frei. Und ich wollte einfach nur einen Karton haben. War auch billig, ich glaube 9 Euro. Aber für Pappe 9 Euro? Naja. Ist aber ein guter Funracer. Nicht so gut wie Mario Kart, aber macht auf jeden Fall Spaß. Wer ein N64 hat oder Retro-Spiele sammelt, kann sich ruhig Mario Kart, Diddy Kong Racing holen. Dann, Dynasty Warriors Advance. Habe ich für 1 Euro gekauft. Gebraucht, aber ist alles bei Folie, Tüte, Anleitung, Spiel. Ist so ein Hack'n'Slay 2D. Ich vergleiche das so ein bisschen mit Secret of Mana, nur halt ohne Rollenspielelemente. Wie es genau dann ist, weiß ich, habe es so kurz angespielt. Ist okay. Für 1 Euro ist es auch okay. Dann das DS-Spiel, was ich eben Oktober gekauft habe: Miami Crisis von Hudson, vertrieben von Konami, glaube ich. Ja, ist ein Point-and-Click-Spiel. Habe ich ja letztens auch schon mal gesagt, ist ein bisschen anders. Man kann hier in diesem Point-and-Click noch schießen und fahren. Und zum Beispiel muss man mit den, ich glaube, L-Knopf in Deckung gehen und mit den Stylus schießt man dann immer so. Zum Beispiel bei dieser Phase. Passage. Ja, mit dem Auto, da habe ich noch nicht gespielt. Da kann man auch so Rätsel machen. Und man kann am Anfang entscheiden, ob man jetzt mit Martin spielt oder mit Sarah. Sarah ist die Blonde. Einziger Kritikpunkt an dem Spiel ist, ich finde es gut, nur manchmal muss man zweimal mit den Stylus drauf trinken, bis das reagiert. Das nervt ein bisschen. Aber sonst ist es gut, ist es billig. Wenn ihr das seht, billig, könnt ihr es euch ohne Bedenken kaufen, wenn ihr solche Spiele mögt. Ich fand es sehr gut. Dann für die PSP Tekken 6. Ich habe die Geschichte ja mal im Packen erzählt, ist ja auch weg. Ich habe es bei eBay gekauft, sollte neu sein, habe dafür, ich glaube, 11 Euro bezahlt oder 10. War auch wie neu, aber wie neu und nicht neu. Es hatte keine Folie mehr rum. Das hat mich tierisch angepisst. Aber ist okay, ist ja wie neu. Aber trotzdem, sowas kann man schreiben. Tekken 6 für die PSP ist ein bisschen anders als auf der PS3 und Xbox 360. Ein bisschen wie die alten Tekken. Und ist auch besser als auf den großen Konsolen. Gibt es jetzt auch als Platinum. Und wenn ihr Tekken mögt, könnt ihr euch das ruhig kaufen. Dann Gran Turismo, die Collector Edition. Ja, die habe ich mir mal bei eBay gekauft. Auch leider ist das Video weg. Das im Packing dazu. Ich glaube 20, 22 Euro neu, eine Collection Edition, finde ich geil. Waren so ein paar Postkarten dabei, die hole ich jetzt nicht raus und ist zwar nicht so gut wie die großen Gran Turismo, aber ich würde mal sagen, es ist eines der besten Rennspiele auf PSP. Ja, hallo, hör mal auf mit dem Bohren, Mann. Ich glaube, da noch mit dem Hammer. dann die PS2 Spiele, die ich mir geholt hatte, Persona 4 inklusive Soundtrack. Wollte es mir immer holen. Und ja, jetzt habe ich es mir dann letztes Mal gekauft, aber noch nicht gespielt. Ist aber sehr gut. Auch das Bootleg ist in Farbe. Alles geil, nur leider haben sie es nicht synchronisiert, also in Deutsch. Das finde ich ein bisschen doof, weil das Spiel ist echt gut und ich bin mir sogar sicher, hätten sie es in Deutsch synchronisiert oder beziehungsweise die Bildschirmtexte übersetzt, dann hätten sie es vielleicht mehr verkaufen können. Aber so hat man ein gutes Rollenspiel. Diejenigen, die kein Englisch gut können oder gar nicht, ist das ein Nachteil. Dann Jack und Dexter, jetzt habe ich alle PS2-Spiele von der Reihe. Ist eine PSP-Umsetzung. Nicht so gut, aber auch nicht so schlecht. PSP-Version ist besser als auf PS2. Aber ich habe es auch billig bei eBay gekauft, ich glaube für 22 Euro. Jetzt werden wieder viele sagen, ja, für PS2-Spiel gibt man noch keine 20 Euro. Aus. Doch, ich schon. Jeder muss selber wissen, was es was wert ist. Und ich finde die orange Hülle auch cool. Ja. Für Fans der Serie auf jeden Fall ein Blick wert. Dann die PS3-Spiele, das war im Oktober mehr PS3-Spiele gekauft haben. Blazing Blue habe ich mir in der Spezialedition geholt, habe ich jetzt nicht da den Karton. Da war ein DVD bei, ein Artbook, ein cooles. Gutes Speed'n Up, schön in 2D, kann man vielleicht mal so sehen. Kann ich jedem Beat'n Up-Fan nur empfehlen. Ich fand es besser als Street Fighter 4, besser als Tekken 6. Das ist mein Beat'n Up 2010. Dann Quantum Theory von Tecmo oder Koei Tecmo. Die haben sich ja zusammengetan. Ja, habe ich letztens schon mal gesagt, das Spiel hat so, ist so in den Heften so 50, 60 bewertungsmäßig. Ist ein Gears of War Klon.
von der Deckung gehen und so nur schlecht halt. Die Steuerung ist was träge. Aber wie ich letztes Mal gesagt habe, ich habe damals die Trailer gesehen und auf der E3 und so und dachte mir, boah, ist das geil. Also mich hat das irgendwie angesprochen und mir war es egal. Ich höre nicht so auf Hefte. Wenn mir ein Spiel zusagt und ich denke, es könnte mir gefallen, dann leihe ich es mir aus oder spiele es Probe oder kaufe es mir. Es gibt so viele gute Spiele, die überbewertet werden, die mir dann nicht gefallen. Und kleine Spiele, die doch gut sind, werden beschissen bewertet. Nur weil sie kleine Fehler haben. Ich fand es gut und ja. Ist jetzt, wie gesagt, nicht Hammer, aber so, wenn man es mal für, keine Ahnung, 20, 30 Euro sieht, kann man es ruhig kaufen. Story ist aber auch nicht so dolle. Dann Medal of Honor Limited Edition von DICE, EA vertrieben. Ja. War halt die Beta von Battlefield 3 bei, habe ich immer noch nicht gespielt. Ich weiß auch nicht, ob ich das mache. Ja, ist die ungeschnittene Version aus Österreich. Ich spiele gerade den Story-Mode auf Hard durch. Bei den Story-Modes fehlen mir nur noch zwei Trophäen. Online habe ich lange jetzt nicht mehr gespielt. Ich habe überhaupt schon lange nicht mehr wieder online gespielt. Das war das letzte Spiel, was ich online gespielt habe. Ja, hat seine Fehler. Die Grafik ist nicht immer toll und man hängt oft fest und. Ja, die Kampagne ist sehr kurz und online ist es fast immer dasselbe. Wenn man alle Dinger durch hat, dann kennt man alle Levels. Es gibt aber jetzt, glaube ich, was Neues zum Runterladen, sogar gratis. Danke. Das noch von EA. Wow. Ich finde es aber trotzdem irgendwie geil. Also, ich habe es sehr gern online gespielt. Und wenn ihr das billig sieht, also ich würde sagen, so 30, 35 Euro kann man ruhig für ausgeben. Ist jetzt nicht so schlecht. Und die PS3-User, ich weiß nicht, ob das nur die limitierte Edition hat, haben noch Medal of Honor Frontline von der PS2 und Xbox drauf da. Die Xbox-Besitzer haben das nicht. Und deswegen gebt dem Spiel eine Chance. Es ist nicht Call of Duty Black Ops, das ist klar. Es ist nicht Modern War. Aber ich bin mir sicher, der nächste Teil davon wird besser. Dann Silent Hill Homecoming in der US-Fassung. Ja. Da kann man mal wieder sehen, dass eine Community sich auch gegenseitig helfen können. Ich habe den User Jolten Joe, den über seine, ich habe ihn unter seinen Videos kommentiert und habe dann halt geschrieben, dass ich mir das auch gerne noch holen würde irgendwann. Und dann hat er gesagt, ich habe noch geschrieben, dass ich Nonko finde günstig. Und hat er gesagt, sein Händler hat es und dann hat er es mir gekauft. Ich habe das Geld überwiesen und das hat super geklappt. Danke nochmal an der Stelle. Und ich kann sagen, das Silent Hill ist sehr gut. Eins meiner Lieblings-Silent Hill neben Silent Hill 2 und 1 und 3. Es ist nicht so schlecht, wie es viele sagen. Also, ich finde es eigentlich ziemlich gut. Ich würde dem Spiel so schon 80% geben, wenn ich das Spiel bewerten müsste. Oder 8 von, na, 7, na, noch 8 von 10 Punkten. Ja, ich rede gerade wieder lang. Ja, ich finde es gut und die ist auch ungeschnitten. Ich glaube, die UK soll auch ungeschnitten sein und die deutsche ist ein bisschen geschnitten. Für Silent Hill ist auf jeden Fall ein Blick wert und ich freue mich schon auf den neuen Silent Hill und ja, sollte man haben als Grusel-Fan, Horror-Fan, Survivor-Fan. Ja, und das habe ich ja schon in den neuen Part von der PS3 gesagt, Castlevania, Lord of Shadow. Ja, ich mag es. Es ist ein gutes Spiel. Ich würde es sogar auf einer Stufe. Es ist zwar ein bisschen wie God of War, aber die Atmosphäre ist halt anders als auf God of War. Also ich finde es geil. Mehr habe ich da nicht zu sagen. Da, mehr habe ich da nicht zu sagen, Leute. Das war meine kleine Ausbeute im Oktober. Leider fehlen da auch drei Parts, die ich nicht mehr wiederherstellen kann. Deswegen ist das, glaube ich, jetzt Part 4 erst. Aber gut, kann man nichts machen. Ich würde dann im Ende des Monats, nächsten Monat, halt dann den nächsten Part drehen und auf in die Zukunft. Ich sage, ciao, Leute. Danke fürs Zuschauen.